Im zweiten Teil der Videos, die Wertastung, zeige ich euch die Arbeiten auf der Fläche, beginnend in der Kultur über die Dicken bis hin dann eigentlich zur Dimensionierungsphase des Wertholzes. In der ersten Astungsstufe, also beim Formschnitt in der Kultur, ist eigentlich noch relativ gleichgültig, wie viel Bäume das man astet. Das geht voll flott und da ist gescheiter mehr wie weniger. Da zwickt man ohnehin nur die Steiläste und Zwiebeln aus und das geht mit einer Gartenschar relativ schnell. Also da ist lieber mehr als weniger. In der nächsten Astungsstufe, dann in der Dickung, ist natürlich dann schon ein bisschen mehr Arbeit. Ich würde da, auf, wenn ein Laubholzbestand entstehen soll, ungefähr auf 300-400 Bäume gehen pro Hektar. Noch gar nicht zu viel auf den Abstand schauen. Also einfach nur Bäume, die feingliedrig sind, die wirklich schön sind, gut wachsen, ein bisschen helfen mit Formschnitt. Wenn es jetzt dann aber schon langsam dann Richtung Dimensionierungsphase geht, also die Qualifizierungsphase, die Qualitätsphase wird abgeschlossen. Man hat eigentlich mit der Astung fertig, die astfreie Stammhöhe ist fertig erreicht. Da sind wir bei Stammzahlen, bei Eiche und Buche zum Beispiel von 60 bis 80 pro Hektar. Da haben wir dann Zeppbaumabstände irgendwo von 10 bis 15 Meter. Würde ich sagen, ist ein ganz guter Wert. Umso dicker die Bäume werden sollen, umso mehr Platz brauchen sie. In Mischbeständen muss man, glaube ich, sowieso das nehmen, was man kriegt. Also da wird man die Bäume, wo das wirklich Sinn macht, einfach pflegen und hegen und dann schlussendlich freistellen. Dann hat man dann schlussendlich wirklich ein gutes Baumaterial zur Verfügung. Man wird immer wieder gefragt, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Wertastung? Optimal ist das Frühjahr. Zu Beginn des Austriebes gefrieren soll es nach Möglichkeit nimmer. Da werden etwaige Keime gleich einmal rausgeschwabt und das verheilt relativ schnell. Aber die schlechteste Astung ist die, die gar nicht passiert. Also im Zweifelsfall auch einen falschen Zeitpunkt wählen, ist noch immer gescheiter, wie gar nicht machen. Also da ist einfach wichtig, dass man es macht. Interessanterweise hier eine Elsbeere bei uns in der Region eigentlich nicht heimisch, aber aufgrund vom Klimawandel sieht man, die entwickelt sich eigentlich tadellos und ist auch für die Wertholzproduktion hervorragend geeignet. Gell? Ich würde euch jetzt zeigen, wie man die Wertastung oder mehr den Formschnitt in einer Kultur durchführt. Kultur oder Jungwuchs ist von der Bestandesgründung bis zum Kronenschluss. Ich befinde mich in so einem kleinen Eichenhorst. Vereinzelte Hainbuchen haben auch einer gesetzt. Da sehe ich neben mir einen Kirsch auch noch. Ungefähr Baumhöhe von 2 Metern, würde ich sagen. Und hier ist es angebracht, einmal einen kleinen Formschnitt durchzuführen, einfach durchzugehen und problematische Äste zu entnehmen. Bei uns ist zum Beispiel eine, da wäre es so, dass es angebracht ist, diesen Zwiesel an der Krone oben zu entnehmen. Dann schauen wir, ja, da würde ich gar nicht mehr recht viel mehr da. Also nur problematische Äste entnehmen. Hier sieht man den nächsten, würde ich auch diesen Zwiesel entnehmen und der kann schon wieder wachsen. Qualität ist eigentlich für Eichen recht passabel. Die haben das Rotzbubenalter, also die haben in dieser Altersklasse katastrophale Ausbildungen und da haben wirklich sehr schöne dabei. Also da kann man vielleicht auf diese Rotbuche da unten schon mal so einen Steil, also einen Starkost entnehmen. Da. Und da Muren vielleicht, dass die nicht zu dick werden. Ja, und das war es schon wieder. Das geht relativ flott, da kann man sehr viele machen. Da schauen wir noch gar nicht auf Stammzahlen. Da werden wir einfach alle auffälligen Äste entnehmen. Perfekt geastet. Keine Zwiesel mehr da. Also in dieser Altersklasse nicht unnötig viel überschneiden. Wirklich nur
Zwieseln, leichter Formschnitt, da brauchen sie in erster Linie mal Blätter, dass sie gescheit wachsen können. Gell? Krone ist der Motor des Baumes und den dürfen wir nicht odern. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war ein Rehkitz im Zaun herinnen. Also sieht man, sehr viele Wildzäune sind nicht dicht. Hier der nächste, würde diese Steile jetzt entnehmen hier. So. Ja, den Starkost da unten vielleicht auch. Jetzt kommt die Astung in der Dickungsphase, das heißt in der Laubholzerziehung würde man das jetzt Qualifizierungsphase nennen. In dieser Zeit wird einfach durch Dichtstand und Astung astfreier Stamm erzeugt. Und das ist zu einer Baumhöhe, naja, eigentlich bis der astfreie Stamm erreicht wird. Das kann man an Alter gar nicht richtig beziffern, je nachdem wie schnell das wächst auf diesem Standort, je nachdem wie hoch das der Baumstamm werden soll. 4 Meter, 5 Meter beginnen bis zu 10 Metern, kann jetzt früher oder später sein. Das schauen wir uns jetzt an. Hier in einer angehenden Dickung, Mischwald, eine Eiche, die eigentlich sehr schönen Wuchs aufweist. Sie ist schon mal beastet worden, man sieht es da. In dieser Höhe sind Äste, die schon verwachsen, schon langsam. Also vor 2-3 Jahren ist da schon ein bisschen dynamisch geastet worden. Und da werden wir jetzt wieder den ein oder anderen Ast entfernen. Wir entnehmen Steiläste. Das ist einer, das raus. Da ist vielleicht noch einer. Und mehr als 2-3 da die bei einem Tastungsschritt entnehmen. Und der ist relativ weit oben, den kürzen wir ein. Und so kann der Baum jetzt eigentlich wieder auf jeden Fall 3-4 Jahre wachsen und dann entnehmen wir wieder problematische Äste. Da sieht man sehr schöne Eiche. Wir entnehmen wieder starke Äste und Steiläste. Das ist einmal, der drängt sich richtig auf, also der geht dringend raus. Den werden wir, ich probiere wieder so tief wie möglich, aber den Astwulst nicht zu verletzen. So, ich glaube die Schnittführung passt ganz gut so. Da oben haben wir noch einen Zwiebel, den entnehmen wir noch. Und jetzt da nicht so weit dabei bin da oben, da ist mir das auch nicht so, ah, schaut eh gut aus. So, und so kann er wieder wachsen, so hat er einen schönen Dichtstand, so wie er sich schön tätziehen. Also da kann man noch ein bisschen warten mit dem Freistellen, würde ich sagen. So wird das sicher eine schöne Qualität werden, der Baum. Hier eine hervorragende Lärche. Beim Nadelholz, wie zu Anfang schon angemerkt, macht es nur Sinn, eine Wertostung bei Douglasia und Lärche. Wir sehen hier von unten auf, es wird da geastet. Astfreier Stamm, schätze ich, 3 Meter. Und da ist jetzt schon wieder die Situation, da kann man schon wieder ein bisschen was oberschneiden. Geil. Grünastung bei der Lärche dürfte jetzt kein Problem sein. Ein, zwei Ostkranzel. Der Grünkronenanteil ist sicher bei 2/3. Also da kann man ruhig wieder ein bisschen was oberschneiden. Also so sollte es ausschauen. So, die Lärche von zuerst. Lärchen müssen der Jugend vorwüchsig sein, also es passt perfekt. Wir haben jetzt da noch irgendwas obergeschnitten. Ungefähr die Hälfte des Baumes ist jetzt astfreier Stamm. Ich schätze, das werden so 4 Meter sein. Und das macht man dann noch einmal und dann hat man 5-6 Meter astfreien Stamm. Und dann ist das eine super Geschichte, was will man mehr? Hier eine sehr schöne Eiche, Baumhöhe, ich schätze 8 Meter, also schlussendlich sollte der astfreie Stamm auf dem sehr guten Standort da so hoch sein, wie der Baum jetzt ist. Jetzt kann ich anfangen, verrunden diese überbliebenen Äste aus der dynamischen Astung schon zu entnehmen, schon langsam, dass wir den jetzt dick werden. Da komme ich jetzt mit meiner Zick-Zwick-Zange nicht mehr weiter, brauchen wir jetzt schon ein schwereres Ostwerkzeug. Ich schneide jetzt mit dem Hochentaster vor, mit der Säge nach, mit der Gestängesäge.
Wichtig wieder, der Wulst muss stehen bleiben, dass das vernünftig verheilt. Zu guter Letzt zeige ich euch, wie mir das ganze Werk zu Ende bringt. Die Qualifizierungsphase ist jetzt schon langsam vorbei. Es werden die geasteten Bäume fertig gemacht. Die letzten ist runtergeschnitten, der ostfreie Stamm ist dann fertig. Nach einer kurzen Wartezeit, dass sich das ein bisschen verschlossen hat, kann dann das Freistellen des Baumes begonnen werden. Und dann braucht er nur noch dicker werden und wachsen. Also die Astungshöhe von, ich sag mal, 4-5 Meter bis maximal 10 Meter, so in die Richtung, ist dann erreicht. Und die Bäume brauchen nur noch dick werden, dass wirklich dann einmal Möbelholz oder Furnierholz oder so in die Richtung wird. So, hier dynamisch geasteter Kirschbaum. Ich sage einmal, der wird bis zum Kronenansatz, was man da oben schön sieht, ich sage 4, maximal 5 Meter ostfreien Stamm zusammenbringen. Und diese dünnen Äste, die was in der dynamischen Ostung überblieben sind, die werden wir jetzt noch entnehmen. Und jetzt haben wir die letzten Äste unten runtergerannt. Oben eine stabile Krone schon, im Kronenansatz kein Zwiesel, das ist ganz wichtig, dass nicht der Sturm auf einmal abbricht. Hinten sieht man eine Rotbuche, den Anschnitt sieht man da hinten, hier, den haben wir gleich geköpft, weil die Daten jetzt drüber wachsen, jetzt hat er schön Platz und wir hoffen jetzt, dass er keine Flugäste kriegt. Daher sind daneben jetzt auch noch so halbhohe Bäume, da sieht man eine kleine Buche, was rundum wächst, die dem Stamm ein bisschen beschotten, dass er nicht sofort voller Ast wird und jetzt braucht er nur noch dick werden, schön freistellen und dann wird da einmal ein hervorragendes Abloch runterkommen. Hier ein junger, schöner Laubbaum, eine Schwarzerle auf einem staunassen Boden, in einer perfekten Ausbildung, der ist durch Osten unterstützt worden, braucht jetzt eigentlich nur noch Platz in der Krone. Man sieht da rechte Fichten, die stehen an, also die dürfen dann wieder freistellen. Aber ja, so sollte das ausschauen. Wir haben, ich schätze, so 7-8 Meter ostfreien Stamm und dann die grüne Krone. Jetzt darf keiner mehr dürr werden von den Ästen da oben. Dann wird das sicher mal ein schöner Baum. Hier am Waldrand eine Schwarznuss, dynamisch geastet. Die Birke ein bisschen Stammbeschotter. Ja, die ist jetzt fertig. Gell? Die hat so 7 Meter, schätze ich, ostfreien Stamm und der wird jetzt Platz geben, dass er einfach eine vernünftige Krone macht. Ist dynamisch geastet worden und zum Schluss sind herunter die letzten Äste heruntergeschnitten worden. Ist jetzt, schätze ich, 12-13 cm dick und die Astung ist fertig, also perfekt, so soll es laufen. Hier eine Buche, durch Ostung unterstützt, in der Jugend schön durch Dichtstand ein ostfreier Stamm erzeugt von den gewünschten 7-8 Meter, die Krone ist schon ein bisschen einseitig, da ist jetzt der starke Fichtendanner gekommen. Die wird nur noch sukzessive freigestellt, nur das Dicke. Die muss wachsen, die braucht jetzt Holz, da wächst was Gescheites zu. Da haben wir irgendwann einmal eine gescheite Wertschöpfung. Wir haben bei unserem Zielbaum angekommen, so sollte es schlussendlich ausschauen. Also der hätte schon einen Erntedurchmesser, aber mein Bruder hat gesagt, der lässt ihn ein bisschen stehen. Es wird ostfreie Stammlänge von ungefähr, naja, 10 Meter sein bei dem Baum. Er hat in der mittelalterlichen Klasse mal wahrscheinlich zu viel Bedrängung gehabt, durch das haben da einige Ästen im Kronenansatz abgestorben, aber das ist schon ganz tadellos. Ja, das wäre unser Ziel. Ich sage einmal, da ist am Erdstamm Furnierqualität daheim und das erreichen wir durch dynamische Astung. Ja, liebe Zuseher, wir befinden uns am Ende dieses Videos. An dieser Stelle möchte ich noch auf die beiden anderen Teile verweisen. Das ist eine dreiteilige Serie über Wertastung. Ich bedanke mich bei jenen, wo ich Flächen bearbeiten durfte. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich natürlich über ein Like.